Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hollow Ground. Der ist wieder da. Geh durch die Tür, Mann. Nein, ich will mich hier erstmal umgucken. Siehst du? Ich wusste es. Eine rote und eine... Geh durch die rote Tür. Ja, mach ich auch. Es gibt übrigens verschiedene Enden. Echt jetzt? Was wahrscheinlich daran liegt, welche Tür man hier nimmt. Oh. Unter anderem. Aber ich mag rot mehr. Oh Gott. Und jetzt gibt's wieder eine Möglichkeit wahrscheinlich. Für den nächsten Schritt, sei er rot oder blau, werden sich die Antworten nach und nach ergeben. Okay, ist das jetzt ein Rätsel oder entscheiden wir uns jetzt für bestimmte Wege? Eine schwarze Tür? Oder einfach eine normale Tür, man weiß es nicht. Oh. Ah, da liegt gelb. Was. Und eine gelbe Tür. Okay, gelb, ich bin gelb rot. Ist Night. Na, schwarz ist tot. Oh, das ist vollkommen richtig. Soll ich durch die gelbe? Ja, geh ich durch. Bunt ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich weiß es nicht. Ja, wir sind jetzt im gelben Raum. Wir kommen auch nie wieder zurück. Ich denke auch nicht. Also, das denke ich schon, ne? Dass es keinen Weg zurück gibt. Die Farben, wie die einzigartigen Erinnerungen des Geistes, kommen vielleicht nur einmal im Leben. Also, grün, sprich, Neid. Da liegt noch nee, was. Nee, Hoffnung. Hoffnung, ja. Gelb ist Neid, Hoffnung ist grün. Zumindest im europäischen Raum. Ja, stimmt. Und das... Das ist jetzt gleich, ja. Das ist übrigens... Ach so, warte mal. ...von Capcom, die ja für Japano-Zeug auch bekannt sind, ja. Wenn man jetzt mal Devil May Cry und sowas nimmt, Resident Evil, ist eigentlich so... Eigentlich Japano-Zeug mit westlicher Orientierung. Von daher kann man sich auf die Farben vielleicht gar nicht so verlassen. Blau und blau. Blau gibt's wieder. Soll ich mal durch die blaue gehen? Ich geh mal durch links. Du bist jetzt einmal rechts gegangen und zweimal links. Nein, ich bin nur links gegangen. Stimmt, ich bin stimmt. Rot und dann gelb. Stimmt. Sag was. Grün ist Hoffnung. Okay. Blau ist... Ist blau Freundschaft. Nicht Hoffnung? Blau ist Freundschaft oder sowas. Zumindest war es bei Digimon so. Ich war schon weiter. Denn ja, ja, ist gut, hör auf damit. Ich kann den Text voll auswendig. Alle Farben müssen am Ende schwarz bilden. Oh Gott. Dies ist das unvermeidliche Schicksal der Menschheit. Ja, ich denke mal, das ist nicht wörtlich gemeint. Warte mal, rot, gelb, orange, orange, blau, grün. Ja, oder? Aber wir sind doch jetzt im grünen Raum. Ach, ich bin gleich durch blau gegangen, ich bin durch grün gegangen. Orange, grün, am Arsch, keine Ahnung. Ich kann das nicht. Wir bräuchten eine dunkle Farbe. Schwarz. Ergibt schwarz. Die Frage ist, sterben wir danach, wenn wir da durchgehen? Gehen wir mal durch. I'm coming for you, Fiona. I'm coming for you. Oh. Was ist los? Das letzte Mal, als ich diesen Raum betrat, war er mit anderen Formen verbunden. Verändert sich das ganze Herrenhaus oder was? Oh Gott. Lorenzo! Lorenzos Gesicht sieht wie das meines Vaters aus und dann verwandelt er sich vor meinen Augen von einem alten Mann in einen halb so alten. Was geht hier vor sich? Verdammt, ich bin genau wieder am Anfang. Es scheint ja, je mehr ich versuche wegzulaufen, desto weniger komme ich voran. Ich muss Ruhe bewahren. Okay. Okay, das ist gewollt wahrscheinlich beim ersten Mal. Ah, okay, alle Dinge gehen rein von Farbe. Okay, so, ich bin nach links, aber ich will, glaube ich, trotzdem noch mal nach links laufen. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Wir sind hier vorangekommen. Na? Vielleicht gehst du jetzt einfach mal rot, gelb... Blau? Nee, rot, gelb, grün. Ach so. Und oh dann... Gott, die Schritte! Oh nein. Das ist nicht er. Doch. I found you. Oh, doch. Er ist nah. Er ist nah. Soll ich nach rechts? Rechts ist blau. Nee, rechts ist grün, ja. Oh Gott, da ist er. Okay, momentan macht er ja nichts. Das ist schon schlimmer. Ja, das war auch nicht schlecht. Okay, jetzt nach rechts. Ach. Oh. Die Frage ist, ist das alles so richtig? Keine Ahnung. Wir haben wieder rot genommen. Wir sind wieder am Anfang. Echt jetzt? Ich glaube. Es ist keine Zeit dafür. Er ist im selben Raum wie du. Geh blau. Keine Ahnung. Blau. Ich habe keine Ahnung.
wir müssen wahrscheinlich die verschiedenen Sätze da interpretieren. Richtig interpretieren. Ich habe wahrscheinlich dafür keine Zeit jetzt. Er ist so schwer allerdings. Das ist voll Kacke. Dann geh mal nach rechts jetzt immer. Ich gehe jetzt, ja. Kommt wieder gelb. Gelb und blau? You cannot resist me, Fiona. Ja? Ja. Okay. Also brauchen wir rot? Ist braun? Wir könnten jetzt eine rote Farbe gebrauchen. Blau? Was haben wir vorher gehabt? Grün, ne? Wir sind schon durch blau gegangen. Ja, wir sind durch blau gegangen. Okay, guck auf was auf der anderen Seite ist. Wenn das, ja, heller, ja. Wenn das heller ist als blau, dann geh durch blau. Grün. Wir haben grün. Grün und grün. Ob das gut ist vielleicht auch nicht so schlecht. Ja, so Doppelfarben. Weiß ich nicht, was da jetzt besser von ist. Grün und grün. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist. Oder ob das genau falsch ist. Ist er schon wieder da links? So, wo sind wir jetzt drin? Rot. Und auf der anderen Seite ist dann wahrscheinlich schwarz wieder. Das sind nicht... Die sind verbunden, die Räume. Ja, na ja, klar. Irgendwie. Dann nimm jetzt rot. Dann könnten wir wieder am Anfang sein. Und das wäre schlecht. Nein. Sag mal, ich geh mal gleich nach links. Es ist ja rechts schon wieder. Was war denn hier? Rechts war grün, ne? Nee. Achso. Rechts war schwarz. Soll ich hier durchgehen? Rechts war schwarz, ja, hier und? War gelb. Ich weiß es nicht. Ich gehe hier durch. Ein Rätsel im Bosskampf. Wir sind wieder am... Ah, fuck. Willst du nochmal... Machen wir das gleich nochmal. Also rechts? Blau. Weil so weit waren wir, glaube ich, noch nie. Wir haben noch nie so viele Räume betreten, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das stimmt. So, blau. Dann wieder rechts. Ich merke es, wenn ich in Farbe, ich wechsle in Richtung. Wir sind auf jeden Fall auf grün gekommen. Letztendlich. Ja. Ja. Dann wieder grün. Quasi in der nächsten Tür. Ja. Ja. Und dann haben wir rot genommen. Der ist immer super nah. Ist nach links? Ne, wieder nach rechts. Rechts ist grün. Da ist er. Der ist jetzt wahrscheinlich da, weil du herausgefunden hast, du kommst wieder am Anfang und du musst jetzt aufpassen. Navende ist Panik. Nigret, was war denn das? Oh Leben Gott. Vermindert. Ja, ja. Rekreatio, da unten. Oh. Ach, da. Was ist Kamille? Was? Kamille haben wir auch noch. Okay. Vollständig und ja, Rekreatio ja. auch. Oder? Auch, ja. Das ist gleich. Das ist bloß Alchemie, das andere und das andere ist pflanzlich. Das andere ist chemisches Zeug. Fick dich! Okay, grün. It's over. Kannst du dich rennen? Doch. Ich wollte nur das Ziel mal angreifen. Oh Gott, ey. So, und jetzt? Links, oder? Nee, rechts war. Nee. Ja, rechts. Wir waren wieder am Roten am Ende, ja. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Und dann bin ich okay. Dann bist du nach links gegangen, aber wir müssen aber nach rechts. Er ist auch rechts. Ja, hast du gesehen? Ja. Sie guckt immer in die Richtung. Da ist jetzt schwarz. Das war wieder der Anfang. Weißt du nicht? Links war auch der Anfang wieder. Oh, geil. Oh. Da kannst du wahrscheinlich nicht rein. Doch. Oh, speichern. Okay, speicher erstmal, Nee. Aha. Okay, da sind wir eh sicher drin. Ja. Oh Gott. Es war also quasi nur nicht der richtige Bosskampf. Aber Lorenzo lebt. Mal wieder. Magnesium, Antimonpulver. Okay, jetzt kannst du noch ein bisschen rumfuschen hier. Ich fusche. Oh Mann. Okay, warte mal, Schau ich muss mich Uhr. Wieder konzentrieren. 5 Minuten hast du noch, okay. Schatz. Ja, es ist, du bist nicht im Bildschirm, so richtig. Es ist spannend, liebe Leute. Der Bosskampf war noch gar kein Bosskampf. Und wir müssen echt aufpassen. Also wir müssen jetzt irgendwie wahrscheinlich weg von ihm erstmal. Und keine Ahnung, worauf das jetzt hinausläuft. Mal gucken, wie viele Parts es überhaupt noch gibt. Ich bin ja eigentlich Alter. Fest, oder wir sind ja fest davon ausgegangen, dass es jetzt eigentlich schon der Bosskampf ist. Und dass danach eventuell sogar schon vorbei ist. Es riecht auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark nach Finale.
Und es kann nicht mehr allzu lang dauern. Edel Antimon. Nicht so das Beste, aber naja, immerhin. Was mir mehr Sorgen bereitet, wir haben ich habe in dem Bosskampf, in dem vermeintlichen Bosskampf, viel Zeug verbraucht. Ja. Das ist ein bisschen kacke. Ob das so gut ist, speichern wir auf den zweiten Slot bitte. Ja. Zur Not. Dann spielen wir das zur Not, falls wir es wirklich so nicht schaffen sollten, irgendwie nochmal nach. HDW. HDW. Haus des Wahnsinns. Was? Ja? Nee, keine Ahnung. Wir haben HDV, Haus des Volkes. Hä? Du bist jetzt... Nein, oder? Guck mal in den anderen Raum. Aber guck mal, hier ist... Ja, ja, da liegt was. Darf ich das mal aufheben? Ja, ja, guck in den Raum, wo Lorenzo herkam am Anfang, mit dem Rollstuhl. Ja, ja. Vielleicht ist der jetzt ja offen. Oder die Brücke ist wieder da. Da ist keine Tür. Da ist keine Tür? Nee. Guck mal auf der anderen Seite. Und wenn nicht, dann guck halt... Ja, ich geh erstmal links runter. Entweder raus oder links runter, genau. Da ist auch nichts. Scheiße. Also haben wir nur zwei mögliche Wege, wenn überhaupt. Okay, also es ist ein anderer Komplex. Also das ist Zufall, dass es hier identisch ausschaut. Da hinten rechts oder ist irgendwas. Hallo? Was, ich dachte, macht das nicht. Ja, sah jetzt so aus, ja, als ob sie irgendwie nachdenkt oder so. So rechts sieht so aus, ob da irgendwas, irgendein Durchgang wäre. Ja, ist eine Tür. Okay. Die sogar aufgeht. Jetzt sind wir wieder hier. Oh nein! Go! Du musst sie kaputt treten. Ja, ja. So. Ich muss erstmal gar nichts. Okay, ja. Ja, vielleicht kommen sie dir auch nicht nach. Doch, die kommen noch. Ja, vielleicht kannst du die Tür zumachen. Aber da ist Huey wieder weg. Na, das ist auch kacke. Come on. Come on. Ne, die kommen anscheinend nicht. Nein. Ja, klar, das ist... Huey. Das wird ein großer Bosskampf momentan sein. Ey, wir gehen jetzt gerade den ganzen Weg zurück. Ist dir jetzt aufgefallen hier? Das ist jetzt wieder das hier. Oh Gott. Sicher? Was? Da liegt was. Ja, das kann ich nicht nehmen, ja. Die sind wahrscheinlich wieder jetzt gleich in dem Keller. Hä? It's over. Guck ich da wieder raus? Ja. Kamst du da her? Ja, da kam ich her. Sicher? Nee. Nee, ne? Nein. Kacke. Komm, nimm Anlauf, nimm Anlauf. Jawohl. Alter. Was zur Hölle? Das ist ein Ohr. Aber das war's auch. Oh. Noch eine Tür. Ey. Ich gehe ein. Oh, das war jetzt aber zu schnell. Alter. Das sieht aus wie ein Bosskampf-Käfig hier. Da ist was zum Heilen oder so. Aber mehr gibt es hier auch nicht. Setz da mal Huey drauf, vielleicht ist da irgendwas. Huey! Oh Mann, ey. Psst. Hier ist ein, es ist ein Rätselraum. Ja, ist auf jeden Fall Barmer-Symbol hier. Das Barmer-Symbol. Wo das eingefügt war, hier ist ein kleines Stück eines abgebrochenen Astes. Entschuldigung, tut mir leid. Oh. Bring mal dazu. Nee, ich kann gerade nichts machen. Huey? Hast du einen Geruch erfasst, mein Junge? Und er ist schon wieder da. Verdammt. Ich bin genau wieder am Anfang. Ja, die Holzspäne hier sollten Huey genügen, den Geruch dessen aufzuspüren, was auch immer in diese Folie geraten worden ist. Was? Geraten worden ist? Go! Go! Okay. Aber was bringt uns das? Warte mal, machst du mit dem Ventilator damit an? Da
Da ist noch so eins. Okay, vielleicht musst du Huey. Zwei solche Teile? Vielleicht musst du Huey. Entschuldigung, ich bin jetzt gerade einfach. Vielleicht musst du Huey auf das eine setzen? Ja, mit Sicherheit. Und du aber musst. Oh, wie willst du den Kampf jetzt schaffen? Weiß ich auch nicht. Du kannst den nicht kaputt machen. Deswegen ja. Und du musst dich schleunigst beeilen, weil sonst bist du. Ich muss wieder raus, theoretisch. Der wird dir nachkommen. Der wird dir auch wieder her. Oh Gott, kann ich da runterfallen? Du kannst doch bestimmt einen Tipp machen oder so. Ja, aber dann nicht jetzt, oder? Ja, garantiert, oder? Das weiß ich nicht. Yui! Der kippt nicht um. Der kannst du noch so. Meinst du? Ja, das hab ich doch probiert. Chewie stand jetzt noch schon drauf. Das wird wahrscheinlich gar nichts bringen, wenn wir mit einem Kampf sind. Ich weiß es ja nicht, ob es für einen Kampf gedacht ist, vielleicht sogar. Das ist halt die Frage. Oh, ich habe keine Ahnung. Ja, denk nach. Mach auf jeden Fall was, um den anzugreifen. Und Chewie ist tot. Soll ich wieder rausgehen erstmal? Mach, was du denkst. Ja. Aber mach was. Wichtig. Dass wir irgendwie. Ich weiß nicht, ob da irgendwie nochmal verschwindet oder so. Geh nochmal geradeaus. Ich geh jetzt hier lang. Da bist du hergekommen. Echt? Ja. Scheiße. Jetzt hättest du mal links gehen können, vielleicht ist da was anderes. Nein! Geh nochmal zurück, geh nochmal rechts, rechts. Ja. Okay, er fällt tot um. Ach. Antimon Röhre. Oh. Okay, jetzt vielleicht nochmal in den Raum gehen. In welchen? Scheiße, in welchen? Na, wo das Rätsel war. Ja, ist eh schon wieder da. Oder du gehst jetzt einfach mal geradeaus jetzt. Und piss dich. Weil irgendwie müssen wir jetzt mal reagieren langsam. Ah, Mann, ey. Da geht's nicht. Rechts geht's. Nee, nein. Ah, nee, das ist nur Licht, das durchscheint. Jetzt hoch lang hier. Aber da waren wir doch schon eben. Ach, da kommen wir auch her. Aber ich gehe jetzt einfach mal raus. Alter. Da war nicht so schnell vorbei, war. Ja, es dauert scheinbar doch noch ein ganzes Stück. Also, was ist ein ganzes Stück, aber. Wir müssen doch mal. Fuck. Okay, es geht nicht raus. Wir müssen doch nochmal unsere Gehirnzellen anstrengen. Edel-Antimon. Da hinten kommt er. Da unten. Ja, wohin? Wieder zurück, wenn er hier oben ist? Links. Dann. Ja, ja. Okay. Ja, ich verstecke mich mitten im Weg. Vielleicht rennst jetzt einfach mal schnell dann in den Raum. Belebst Huey wieder. Ja, das will ich ja versuchen. Vielleicht folgst du. Nein! Garrr. Du musst was nehmen, oder ist die einfach nur vom Rennen kaputt? Ist vom Rennen kaputt. Musst du X nehmen? Nee. Okay. Dacht ich drück halt gar nichts, deswegen. Kann doch nicht ewig hier bleiben, weil wenn der Pommer auf den Boden schlägt, ist er auch tot. Von daher, und das halt, ja, da kannst du auch nicht so schnell wegrennen. Ich kann. Immer in Bewegung bleiben. Beweg dich. Tanz. So singen? Nee. Mein Ohrstöpsel fällt gleich raus. Willst du mal reindrücken, bitte? Danke. Der ist schon da. Ja. Sie kann einfach nicht mehr. Irgendwas muss sie ja machen. Vielleicht geht sie auch im Kampf. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist sie jetzt auch außer Reichweite oder so. Nicht tot zu machen, das dauert zu viel Zeit. Das kostet zu viel Zeit. Und es wird nicht klappen, weil du nicht richtig daneben stehst. Okay, gerade so, Schwein gehabt. Okay, jetzt versuch irgendwie ganz, ganz schnell den vielleicht dazu bewegen, dass der dahin
dass der sich da hinsetzt. Komm her, ruf ihn her. Ach, war die falsche Lösung. Komm her, du. Jetzt. Komm, 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 Mann. Komm. Kind. Hund. Mach. Come on. Stop. Ist er drauf? Ja, ja. Geh. Ich kann das nicht so schnell. Meine Fresse. Fuck. Oh. Ach, Hund, ey. Ich krieg mir... volle Macke. Ja, wir spielen auch schon 21 Minuten. Jetzt komm noch mal her, du Drecksvieh. Frage ist halt, passiert dann irgendwas während des Kampfes? Ja, wollen wir aufhören? Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Morgen 21 Uhr geht's weiter mit, ja, keine Ahnung, 5 Finalfolgen mittlerweile. Keine Ahnung. Ja, morgen 21 Uhr, Let's Play Underground Part 54. Wir sehen uns dann. Macht's gut.